Isabella führt mich zu den Docks. Nicht klug, sich hier zu lange aufzuhalten. Wollen wir uns nicht einigen? Wenn ihr nett zu mir seid, sage ich, Castillon, er soll nachsichtig sein. Vergesst es. So tief bin ich noch nicht gesunken. Ihr werdet genau das tun, was ich will. Ihr gehört mir. Seid ihr euch da sicher? Ihr! Ich wusste, die Schlampe hat etwas vor! Tötet sie! Velasco hat Castillon benachrichtigt. Er ist unterwegs. Wir sollten uns noch ein wenig umsehen. Ich will wissen, warum er im Kirkwall ist. Thank you.
Ich glaube, ich brauche ein Bad. Was meint ihr, brauche ich ein Bad? Das müsste es gewesen sein. Castillon versucht also, seinen Sklavenhandel auszuwirken. Dabei hatte mir Velasco doch erzählt, ihr wird ein hübsch verschnürtes Präsent, das nur darauf wartet, geöffnet zu werden. Wie ich sehe, hat er für seinen kleinen Irrtum bezahlt. Er gibt einen wirklich hübschen Fleck ab. Beeindruckend gespielt, Isabella. Ihr versteht euer Handwerk. Ihr wollt euch unterhalten? Dann sollten wir vielleicht über diese Dokumente reden. Sklavenhandel in den freien Marschen? Das wird einigen Leuten überhaupt nicht gefallen. Kommt zur Sache. Gebt mir euer Schiff und euer Wort, dass ihr mich in Ruhe lasst. Dann bekommt ihr diese Papiere und könnt gehen. Wenn ihr das Schiff wollt, können wir ihn dann nicht einfach erledigen und es uns nehmen? Man bringt nicht einfach jemanden um und nimmt sich sein Schiff. Das ist primitiv und dilettantisch. Außerdem, wie soll er denn Rom erzählen, dass ich ihn besiegt habe, wenn er tot ist? Wolltet ihr Castillon nicht eigentlich loswerden? Ich werde ihn los, mit friedlichen Mitteln. Aus ihrem Mund klingt das einfach nur köstlich. Ich habe das Schiff im Hafen liegen sehen, Castillon. Es ist wundervoll, ich will es haben. Gebt mir die Dokumente, dann gehört das Schiff euch. Und ihr werdet nie wieder von mir hören. Schwört es. Ich schwöre es beim Grab meiner Mutter. Gebt mir die Dokumente. Ihr habt euch entschieden, Isabella. Tut, was ihr für richtig haltet. Das Schiff gehört euch. Lasst mich euch sagen, meine Liebe, dass ihr für jeden Mann, der fähig ist, euch zu zähmen, eine bemerkenswerte Gefährtin abgeben würdet. Unser Geschäft ist somit abgeschlossen. Für alle Zeiten. Lebt wohl, Isabella. Er hatte es nicht verdient, einfach gehen zu dürfen. Irgendwann bekommt er schon noch, was er verdient. Es muss nicht unbedingt durch meine Hand geschehen. Falls ihr vorhabt, davon zu segeln. Der Sonnenuntergang liegt in dieser Richtung. Keine Sorge, ich gehe nirgendwo hin. Zumindest jetzt noch nicht. Ich habe das alles nur euch zu verdanken, wisst ihr? Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas Großes geschehen wird. Und so wie ich euch kenne, werdet ihr mal wieder mittendrin sein. Das will ich um nichts in der Welt verpassen. Ach, kommt schon.